Jo, es läuft das Theme! Hallo, willkommen zurück! Oh, schön! Richtig cool. Vielleicht habe ich beim letzten Mal starten überhört, einfach nur, dass das Theme läuft, aber irgendwie lief es nicht. Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Overwatch 2 PvP Beta. So, wir klären noch mal ein paar Dinge, Leute. Warum heißt Overwatch 2 Overwatch 2? Was ist anders als zu Overwatch 1? Wieso ist das so ähnlich? Warum bin ich verwirrt? Ich habe mehr erwartet. Was ist los? Also, Overwatch 2, der PvP-Teil, ist so gesehen nur ein Upgrade zu Overwatch 1. Zweitens, Overwatch 2, wir wissen alle zu wenig. Ich kann hier Gerüchte durch den Raum werfen, aber niemand weiß, was wirklich abgeht. Es gibt viele Gerüchte halt, was Overwatch 2 angeht. Was ich auch glaube, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass wenn man Overwatch 1 besitzt, dass man Overwatch 2, den PvP-Teil, auf jeden Fall umsonst bekommt. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Wäre alles super merkwürdig, wenn nicht. Weil Overwatch 1 wird ja auch geupdatet, dass man genauso den Overwatch 2 PvP-Teil spielen kann. Und so viel ist offiziell bestätigt auf jeden Fall, dass Overwatch 1 und 2 kompatibel miteinander sind und zusammenspielen können. Aber was ich gehört habe und auch am ehesten glaube, dass richtig ist, ist, dass Overwatch 1 einfach nicht weiter unterstützt wird und alle Overwatch 2 umsonst kriegen, die Overwatch 1 haben. Den PvP-Teil. Weil es wird am meisten Sinn machen. Dann können einfach alle Overwatch 2 runterladen, spielen und alle sind im selben Spiel, anstatt dass sie 1 und 2 zusammen supporten. Keine Ahnung, was die Pläne von Blizzard sind in der Hinsicht. Was ich weiß, Overwatch 2 wird einen Battle Pass haben. Da gab es, glaube ich, mal einen Screenshot, da hat man hier in so einem Menü Battle Pass gesehen. Vielleicht war es auch nur ein Concept Art, vielleicht gibt es keinen. Ich sage ja nur, ich weiß es. Es gibt sehr viele Gerüchte um das Spiel. Was ich auch gehört habe, Overwatch 2 wird komplett Free-to-Play. Selbst für Leute, die es nicht besitzen. Der PvP-Teil. Der PvE-Teil, der wird dann so eine Version sein, die wahrscheinlich Geld kostet. Der PvE-Teil, nochmal zur Erklärung, besteht daraus, dass es einen kompletten Story-Modus geben wird. Und einen PvE-Modus, wo man gegen so Bots auf verschiedenen Maps kämpft, so kleinere Missionen hat und jeder Charakter kriegt einen eigenen Skillbaum, wo man die dann nochmal so hochleveln kann, dass sie stärker werden. Was alles komplett abgetrennt vom PvP ist. Diese Skillbäume betreffen dann PvP nicht. Ja, so viel weiß man zu Overwatch 2 eigentlich nichts. Ich glaube, deswegen sind die Leute auch verwirrt und irgendwie verwundert oder irgendwie wütend, dass Overwatch 2 nicht so anders jetzt aussieht als Overwatch 1. Aber im Endeffekt ist es halt eine Fortführung vom ersten Teil, die direkt an das PvP auch anschließt. Dass das halt so, ja, wenig Unterschiede sind. Was halt geändert ist, ist, dass es nur noch 5 gegen 5 ist. Dass sie so ziemlich alle Stunts aus dem Spiel entfernt haben. Cassidy wirft jetzt eine Klebegranate, die Schaden macht. May kann nicht mehr einfrieren. Junkrats Falle hält einen nicht mehr fest, sondern man kann nur noch langsam laufen. Also bei den DDs hat, glaube ich, keiner mehr irgendeinen Stun jetzt. Bei den Healern auch nicht, aber bei den Tanks so ein bisschen. Brigittes Schildstun zum Beispiel auch gar nicht mehr. Es macht jetzt einfach statt, früher hat es einen Schaden gemacht, jetzt macht es 50 Schaden. Also ist jetzt einfach eine Möglichkeit, Schaden zu machen, der Schild bei Brigitte, anstatt Gegner zu stunnen. Ja. Die haben zum Beispiel die Stuns aus dem Spiel genommen. Ja, es ist 5 gegen 5, es gibt weniger Tanks. Einen halt pro Match, ne? Ist ja nur noch 2 DDs, 2 Heiler, 1 Tank. Und sie haben irgendwie Schilde geschwächt, beziehungsweise halt weggemacht. Orisa hat ja jetzt zum Beispiel kein Schild mehr. Und dadurch, dass es nur noch einen Tank gibt, sind die Kämpfe nicht mehr so schildlastig wie in Overwatch 1. Man hat ja oft so Orisa und Reinhardt nebeneinander gehabt in Overwatch 1 und beide haben ihre Schilde gleichzeitig platziert. Und es war einfach, ja, man schießt auf Schilde. Das ist also alles sehr cool. In der Hinsicht ist Soldier 76 extrem stark geworden, weil es so wenig Schilde gibt. Und deswegen spielen wir den heute. Und ich hoffe, das war schon wieder genug Blabla fürs Intro. Denn jetzt muss ich erstmal 4 Minuten in die Damage Queue. Ja, wenn ihr es verpasst habt, ich habe auch einen Overwatch-Stream gemacht nach dem ersten Video. Habe ich schon auf meinem Stream-Kanal hochgeladen. Da gibt es 3 Stunden PvP. Da hatte ich, glaube ich, auch eine extrem gute Soldier-Runde. Ja. Daher die Motivation, ihn jetzt zu spielen. Aber ich will zur PvP-Beta selber, glaube ich, gar nicht so viel machen. Immer noch. Weil ich will so das ganze fertige Spiel. Ich meine, die Version jetzt hier hat schon riesige Patch-Notes. Und da sind schon viele Sachen angepasst. Und ich merke auch, dass das am Overwatch 2 an sich einfach eine spaßigere Erfahrung ist. Die Runden fühlen sich alle sehr viel schneller an. Ich hatte keine so Runde, wo man irgendwie Ewigkeiten an einem Punkt festigt. Natürlich kann es auch passieren, wenn ein Team gut verteidigt oder so, ne? Aber die Startzeit von Runden ist auch kürzer. Aber ich kann verstehen, dass Leute irgendwo auch enttäuscht sind, weil sie bei einer 2
mehr erwartet haben. Ich finde die Entscheidung auch doof, dass sie jetzt gesagt haben, ja, wir bringen erst den PvP-Teil offiziell raus als Vollversion und dann der PvE-Teil später. Ich hätte gerne beides zusammen gehabt. Ich hätte halt dann wahrscheinlich eh erst den PvE-Teil irgendwie ein paar Tage lang gespielt, bis ich den fertig habe. Und danach erst PvP. Ja, okay, ich hätte so wahrscheinlich am besten gemocht, dass es so eine Woche zwischen den Releases von beiden Versionen ist. Dass erst so eine Woche PvP das und dann kommt der Story-Mode und PvE-Mode und dann kann man da auch so ein bisschen Zeit reinchecken. Aber gut, Leben ist kein Wunschkonzert. Ich hoffe einfach, dass Gerüchte sich bewahrheiten. Wenn das Spiel komplett Free-to-Play ist und dann gibt es halt einen Battle Pass, den man jede Season kaufen kann oder so, dann kann sich das Spiel auf jeden Fall so finanzieren. Und vielleicht gibt es ja auch wieder Gratis-Sachen in dem Battle Pass. Unterwegs zur Route 66, Verteidigungsstellung. Hallo, willkommen auf Route 66. Gemeinsam mit mir und meinem Team. Wir haben einen Affen, einen Winston. Da ist er. eine Moira und unseren Yatta. Ja, wir spielen als Soldier. Hier sein Menü. Hat ein Impulsgewehr, kann ballern. Ne? Ganz ruhig, Senior da. Haben als Ult ein taktisches Visier, das ist so gesehen Auto-Aim auf alle Gegner und man tötet die recht schnell, ne? Kann sprinten als einziger Held, läuft ein bisschen schneller, kann man schön vor allem weglaufen. Hat auf E ein Heilfeld, das heilt mich oder Verbündete und auf Rechtsklick Raketen, die machen ein bisschen Damage. Ich werde, denke ich, so von wegen Helden vorstellen und alles weitere das später angehen. Also erst, wenn das Spiel dann komplett draußen ist. Wir spielen einfach in der Beta ein paar Runden und ja. Wen ich spiele, kann ich ja auf jeden Fall vorstellen. Da habe ich ja... Ich wollte erstmal unseren Affen abschießen. Perfekt. Ja. Wo ist der Monkey? Der versteckt sich. Nicht mal in unsere Monkey-Bubble rein. Und schön meine Rakete auf den Boden und zack ist einer tot. Wir gehen mal hier außen rum. Dann sind wir nämlich oben. Und dann kann ich schön zu dem Senjata hinterschießen. Oh, der wäre so tot gewesen. Eigentlich. Und dann wurde ich gegenjied. Der Einzige, der... Also die Enna hat mich getroffen am Ende mit einem Schuss noch. Ja. Der macht so ein bisschen Schaden über Zeit. Deswegen bin ich nach der Ecke gestorben. Aber ich bin gestorben wegen Genji, weil der da hochgedasht ist. Warum haben die einen Genji? Warum muss immer in jeder Runde mein Gegner ein Genji sein? Trotzdem immer schön die Bubbles kaputt schießen. Oh mein Gott. Ich werde gebrutzelt? Hallo? Also, das war dieses Soldier-Feld. Ja, Genji, wir haben verloren. Schade, war eine gute Runde. Ich kann nichts gegen Genjis machen. Mit irgendwelchen Aim-Helden. Unser Winston kann viel gegen Genji machen. Also eigentlich muss ich einfach nur gucken, dass der Winston gut überlebt. Und hey, unser Team ist ja noch irgendwie unterwegs. Ich versuch mal hier unten direkt an den Wagen ranzugehen, weil Genji da im Weg ist. Ja, cool, ich gehe da nicht lang. Nö. Verlieren wir halt den Punkt. Ah, unser Waff. Okay, wir haben Genji tot, wir gewinnen. Hier ist einfach ein Heilfeld. So. Irgendwo hier sollte noch so Soldier sein. Die ist abgehauen und der Affe ist hintergehüpft, damit er sich mit seinem Team wieder sammeln kann. Okay. Ja, der Affe kann springen und ein Schild setzen. Der gegnerische Tank. Genji, habt ihr gesehen, Ninja? Rumhüpfen, blocken. Ich habe diesen Drang wieder Helden zu erklären. Es tut mir leid. Ihr kennt Overwatch. Wir spielen einfach. Was soll ich denn machen nach 2 Jahren? Oh mein Gott, warum ist ein nano-boosteter Affe hinter mir her? Okay. Ich hab Sediata getötet mit einem HP. Natürlich, Soldier, danke! Warum trifft die ihren One-Hit genau dann? Die hat's nicht mal geplant gemacht. Oh, es waren 3 kleine Helden vor mir, die werden einfach alle zerplatzt. Genji hat wahrscheinlich reflektiert. Meine Ult wird mir einfach nicht mal gegönnt. Aber wir haben erstaunlicherweise noch den Punkt. Was mich etwas freut. Jo. Und das ist die Genji-Ult. Die ihn immer umbringt. Natürlich geht er zu mir. Hallo Affe. Gute Nacht, Affe. Oh, gut eingesleept, Anna.
Ja, oh, die May hat auch richtig schön ihre Wand gesetzt. Das war schön. Ah, Zenyatta war ein bisschen weit vorne. Oh, und schon haben sie einen Reaper gegen unseren Affen. Ah, Reaper wird ätzend. Müssen wir aufpassen, wo die alle immer sind. Was hat dieser Affe gegen mich? Ja. Es war wieder dieser Rechtsklick von Sojourn. Der ist echt gefährlich, wenn die den halt trifft. Ach, das war, die hat ihre Ult an. Das habe ich nicht mal gehört. Aber die macht schon. Ich bräuchte etwas Heilung. Ich brauche gar nichts, aber ich komme gerne wieder zu euch. So. Schnell weg vom Affen. Oh. Ja, den Punkt haben sie. Der Affe ist immer so schlimm. Also er ist eigentlich überhaupt nicht schlimm, aber er kommt immer genau dann, wenn ich meine Heilung schon gestellt habe. Weil sie gerade gegen zwei Leute gekämpft, dann will ich kurz weglaufen und dann kommt immer der Affe auf einmal in mein Gesicht gehüpft. So, Punkt verloren. Jetzt müssen wir hier einfach drin deppen so ein bisschen. Tschüss. Reaper? Er hat die Tür verfehlt. Ja, passiert. Der wollte in den kleinen Raum da, weil da Heilung liegt, aber, ne? So, der Reaper wird als nächstes hier durch diesen Gang kommen. Ja, okay. Nein, guter nicht. Verrückt. Will nicht geafft werden. Oh. Nein. Oh, die Mercy. Ist sie tot? Ja. Gut gemacht, Anna. Sehr schön, der Affe ist gefallen. Okay, alle. Was ist denn durcheinander hier mit dem Affen, ne? Einfach absolutes Chaos. Oh mein Gott, die haben mich gebufft. Oh, der Affe hat meine ganze Ult getankt. Und der Reaper folgt mir immer noch. Yo, sind die aggro auf mich, die Jungs. Dass der Affe mit diesem Damage-Buff nicht mal gestorben ist. Ich habe komplett reingehalten. Wisst ihr was? Ich wechsle auf Reaper. Wir spielen einfach. Es lief alles gut. Es lief alles super, aber den Affen will ich einfach auch mal wegreapen. Weil ich bin einfach nur am Kämpfen gegen den Affen jetzt die ganze Runde bisher. Ja, ich warte mal auf mein Team. Hallo. Ja, danke für den Heal. Perfekt. Mach weg. Nein. Danke. Den haben wir. Jetzt gehe ich hier einmal außen rum. Perfekt. So, da ist noch der Reaper. Haben wir auch. Ja. Gegen den Affen war der Reaper am Ende doch, glaube ich, eine nette Idee. Wir haben gewonnen. Die Zeit ist einfach um. Hero switchen manchmal doch ganz praktisch. Ich sollte nicht so versteift auf einem Helden bleiben. Ich finde die Idee für Videos halt cool, einen Helden zu spielen. Aber ja, alles andere sehr doof. Das ist unser Affe.
Nee. Da, ach, das war der, wo er da hochgehüpft ist, so dumm. Ja, da hat er zwei Leute getötet. Okay, komisches Highlight, aber was soll's? Dann war das eine Runde Soldier, wo wir am Ende kurz zu Reaper wechseln mussten, um die wegzukriegen. Aber Reaper ist halt echt gut, obwohl er genervt wurde tatsächlich. Der macht etwas weniger Schaden, minimal, und seine Schrotflinten haben mehr Spread. Aber Reaper immer gut. Der kann immer Situationen retten, besonders wenn er so ein tankiger Affe ist, der nicht sterben will. Aber gut, Leute, dann war es wieder mit der Runde Overwatch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir, ich würde sagen, wir spielen irgendwen gereworkten beim nächsten Mal. Risa oder Bastion? Bastion gereworked ist halt auch insane. Oh, den hätte ich halt auch gegen den Affen gerade nehmen können. Aber gut, bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann, jetzt sind wir mal an.